Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine neue Folge Neuigkeiten. Warum gab es lange mal wieder keine Folge Neuigkeiten? Weil ich keine Lust hatte. Habe ich ja im letzten Video gesagt, es wird erstmal keine neue Folge Neuigkeiten geben. Aber jetzt mache ich immer so viel, dass es sich auch lohnt, die Projekte im Nachhinein so ein bisschen zu zeigen und auf ein paar Fragen einzugehen. Was das hier im Hintergrund ist, werde ich euch gleich noch zeigen. Das ist nämlich ein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und als erstes möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen, vielen Kommentare. Ich lese ausnahmslos alle Kommentare. Und leider kann ich natürlich nicht auf alle antworten, weil das zu viel wäre. Aber wir werden uns gleich ein paar Kommentare beim letzten Projekt anschauen. Und das ist nämlich der Spänebrenner, wie ich ihn ganz gerne nenne. Er hat aber mehrere Möglichkeiten. Das Teil habe ich in einem Zweiteiler gebaut und ich habe es immer ganz gerne als Spänebrenner benannt. Aber ihr könnt da drin auch normales Holz verbrennen. Ihr habt auch eine schöne Luke. Und ihr habt halt, wie gesagt, drei Möglichkeiten, wie ihr das Ding benutzen könnt. Ihr könnt zum einen hier die Hobelspäne reinpacken und die verbrennen. Hier könnt ihr ein Heißluftgebläse reinsetzen, um dem ganzen Ding Luft zuzuführen, um das richtig schnell anzuheizen. Und ihr könnt grillen. Als erstes ein kleiner Tipp, den ich... Boah, Alter, die haben das Ding ja komplett klären, ey. Ein kleiner Tipp, den ich als Kommentar von... Den muss ich jetzt erstmal vorlesen. Jülmai DMDR, schätze ich mal, soll es ausgesprochen werden. Kleiner Tipp, vielleicht beim nächsten Mal erst so die Seite, wo das Scharnier hinkommt, aufschneiden, Scharnier verschweißen und dann den Rest aufschneiden. Gib ich dir vollkommen recht. Ich habe hier unten im Prinzip doppelt verkackt, weil ich habe das komplett rausgeschnitten, konnte es nicht mehr gut festhalten, habe es auch noch falsch rum verschweißt und sieht nicht so schick aus. Aber wenn man nicht so genau hinguckt, passt das. Auf was ich noch eingehen möchte, ich betitel das Ding ja zweimal in den Videos als Spänebrenner und ich habe das letzte Mal einfach euch gezeigt, wie ich die Späne verbrenne. Ich benutze das Ding nicht als Spänebrenner in dem Sinne, denn es qualmt nicht viel. Manchmal qualmt es ein bisschen, wenn das Ding ein bisschen wackelt, dann fallen ein paar Späne runter, dann qualmt sie halt. Und das kann ich hier nicht immer anheizen, das Teil, wenn meine Nachbarn im Garten sind. Und dafür bekomme ich sie auch gut genug so weg. Dann hat mir noch jemand geschrieben, dass es vielleicht nicht so gut wäre mit den Emissionen und jeder macht sich Gedanken wegen Klimawandel, dass ich hier die Späne einfach so verheize. Mache ich auch nicht. Ich benutze das Ding nämlich nicht als Spänebrenner, das soll eine Anregung für euch sein, damit ihr seht, wie es funktionieren kann. Ich denke, wenn ich so auf einer Fete wäre, wo man im Garten feiert und es draußen ein bisschen kälter wird, dann kann man das Ding ja gut als Spänebrenner benutzen. Da habt ihr eine kleine Wärmequelle, wo ihr euch aufheizen könnt, aufwärmen könnt. Dann macht es auch wiederum Sinn, aber so einfach die Späne verkokeln, funktioniert hier eh nicht so gut, weil ich halt hier überall Nachbarn habe und die will ich nicht verräuchern. Dann habe ich noch von Marius Gastle einen Kommentar bekommen. Ich verkaufe meine Späne immer auf eBay Kleinanzeigen, geht echt gut weg. Wurde ich schon relativ oft gefragt, warum ich das nicht mache oder viele haben geschrieben, mach das doch mal. Aber ich mache es grundsätzlich nicht, denn ich sauge halt hier mit meiner Absauganlage alles meiner Werkstatt ab. Und ich bohre auch manchmal Metall an meiner Säulenbohrmaschine und dann sauge ich das im Endeffekt irgendwann zwangsläufig auch mal ab. Dann habe ich noch kleine Holzstücke in den Tüten und wer weiß, vielleicht sauge ich mal einen Nagel mit ein. Und wenn sich dann so ein kleines Kanickelchen sich den Fuß drauf aufreißen tut, will ich nicht derjenige sein, der die Hobelspäne verkauft hat. Ich verschenke sie an Freunde, denen sage ich dann auch, pass auf, ich habe jetzt nur das und das gehobelt, deswegen dürften eigentlich keine Nägel drin sein, pass aber bitte auf. Deswegen will ich es aber auch nicht an fremde Menschen verkaufen, die wären dann, glaube ich, nicht so gut drauf. Schreib mir aber gerne mal in die Kommentare, wie du das Ganze handhabst. Wie gesagt, ich bekomme meine Hobelspäne so weg. Damit werden immer so Flüssigkeiten aufgesaugt in einem Container. Da kann ich denen einfach die ganzen Tüten mitgeben. Die sind auch happy. Ich bin happy, weil ich den Kram weg habe. Und deswegen passt das bei mir. Dann bekomme ich auch immer wieder eine Frage. Oder viele schreiben mir das. Und zwar in diesem Fall von Florian Rauscher. Bau dir doch eine Brikettpresse, dann geht die Luzi ab. Ich denke, du schaust It's Marvin. Der sagt das nämlich auch immer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, eine Brikettpresse macht in meinem Fall gar keinen Sinn. Zuallererst, ich habe keinen Ofen in der Werkstatt, wir haben keinen Ofen im Haus, deswegen könnte ich das Teil nicht mal verbrennen und verkaufen. Das muss man umlegen in Stundenlohn und in meinem Fall wird es auch nicht lohnen, oder? Schreib mir aber auch da mal gerne deine Meinung in die Kommentare, ob du es für sinnvoll hältst, Späne als Briketts zu pressen, auch wenn man keinen Holzofen hat. Ich habe auch jetzt keine Bekannten, die sowas bräuchten. Falls du das nächste Mal auch eine Frage hast, die ich hier in dem Video beantworten soll, diese Fragen, die ich jetzt rausgepickt habe, die habe ich mir einfach irgendwo rausgepickt, die interessant auch für dich sein könnten. Aber wenn du eine Frage hast, die ich speziell hier in dem Video beantworten soll, schreib mir das Ganze bitte mit dem Hashtag Konterfrage.
dann ist auch vielleicht deine Frage das nächste Mal hier im Video drin. So, dann gab es vor einer Woche noch in etwa gab's ein cooles Kräuterbeet. Das habe ich im Prinzip so ein bisschen mit der Firma GoTools zusammen gemacht, denn ich habe mir von deren Webseite die Oberfräse geholt. Ich zeige euch das einmal. Bemisse war halt auch eben, dass ich einen coolen Rabattcode für euch rausbekomme. Wenn ihr euch dort was kauft mit Mindestbestellwert von 150 Euro, bekommt ihr 15 Euro geschenkt. Steht unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, in dem Projekt habe ich es euch auch nochmal so ein bisschen erklärt, meinen Standpunkt, wie ich das jetzt handhabe. Und es gibt nämlich über diese Fräse auf deren Kanal ein Informationsvideo, auch mit dem Sebastian von Helden der Werkstatt. Der erklärt euch einfach alles über die Fräse. Dann habt ihr auf meinem Kanal diese Information nicht, weil es nicht auf meinen Kanal passt. Aber ihr habt die Information und ihr habt auch im Endeffekt richtig viel Geld gespart. Ein kleiner Tipp, geht mal auf die Webseite, sucht euch irgendeine Maschine raus. Da ist eine Nummer, eine relativ lange kleine Nummer. Gebt die auf Amazon ein und da seht ihr immer, dass ihr bei GoTools vieles an Geld spart. Ich glaube hier bei der Variante ohne LCD-Display sind es mit Gutscheincode, ich glaube bei 50 Euro. Aber das schwankt natürlich auch immer wieder, je nachdem wie teuer Amazon ihre Werkzeuge verkauft. Ich verlinke dir mal oben rechts das Video von der Fräse, von dem Informationsvideo, von deren Kanal. Wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich habe mir da auch einen coolen Tipp rausgezogen, aber siehst du dann in dem Video. Ich werde es hier nicht nochmal erläutern. Dann habe ich mich wieder dazu entschlossen, regelmäßig Tipps zu bringen. Das ist ein Video, was zusätzlich auf meinem Kanal kommt, zusätzlich zu den zwei größeren Projektvideos, die dann unter der Woche erscheinen. Und diesen Tippsvideos zeige ich euch einfach kleine Helferlein, die ich mir gebaut habe. Die hier zum Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass die so praktisch sind. Die kamen letzte Woche, also die kamen jetzt am Sonntag. Geniale Teile. Es ist super einfach. Ihr braucht das Video nicht, um sie nachzubauen. Aber da seht ihr, wie ich sie gebaut habe. Von daher ist das ein kleiner Zusatz auf meinem Kanal. Also wenn du ein 2, 3, 4 minütiges Video mal am Wochenende dir noch reinziehen möchtest, wo du vielleicht einen Tipp rausziehen kannst, der auch für dich praktisch ist, dann bekommst du das jetzt ab sofort auf meinem Kanal am Wochenende. Du kannst mir auch gerne deinen Tipp, falls du vielleicht gelernter Schreiner bist oder etwas ähnliches oder dir einfach irgendwo mal einen Tipp rausgesucht hast und du hast einen Tipp, den du gerne der Community hier auch preisgeben würdest, schreib mir das auch gerne mal unten an eine Mailadresse. Vielleicht ist das ein Tipp, den ich hier ganz gerne auf den Kanal bringen würde und dann hast du meinen Zuschauern geholfen und du hast mir geholfen, dass ich ein cooles Video für euch machen kann. Dann habe ich mir noch was Neues überlegt. Ihr seht ja, in meiner Werkstatt sind viele alte Maschinen und oft, wenn ich dann so eine alte Maschine kaufe, bekomme ich was dazu, was ich nicht unbedingt brauche. Nur mal als Beispiel. Oder ich habe hier mega viel Zeug, wenn ich jetzt mich hier so umsehe, was ich nicht mehr wirklich brauche, was ich aber auch nicht wegwerfen möchte. Ich werde euch mal zeigen, weswegen ich auf die Idee gekommen bin. Sondern hinter das Bügelschloss, keine Ahnung, lass dich nicht mehr rumdrehen. Das Extra-Bügelschloss. Und zwar habe ich ziemlich viel Zeug, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Regal, das habe ich mal zugeschickt bekommen, was ich nicht mehr brauche und ich es auch nicht mehr haben möchte. Aber es ist mir dann teilweise zu schade, das Zeug einfach wegzuschmeißen, weil es halt auch noch gut ist und es ist halt auch nicht so ressourcenschonend. Deswegen habe ich mir überlegt, mal eine eBay-Kleinanzeigenliste zu erstellen, wo ich teilweise Zeug echt verschenke. Eben war noch jemand da, der hat sich eine Sitzkonsole von meinem VW-Bus abgeholt. Das Ganze mache ich, dass ich auch mal ein paar Leute kennenlerne, die sich das Video hier so anschauen. Das ist ganz witzig und vor allem bekomme ich so ein bisschen Zeug weg. Ich zeige euch mal, was ich noch unten stehen habe, was ich aber verkaufe. Das verschenke ich nicht. Die Maschine, die ich verkaufen möchte, das ist ein Kettenstemmer. Den habe ich mir eigentlich gekauft, um hier hinzustellen, denn ich habe ja auch vor kurzem meinen Trommelschleifer aus der Werkstatt rausgeschmissen und da habe ich mir überlegt, dass ich den dann stattdessen dorthin stellen könnte. Aber ich habe jetzt doch hier alles ein bisschen anders umgeräumt. Da habe ich jetzt keinen Platz mehr, deswegen werde ich den Kettenstemmer auch wieder abschieben. Und den verkaufe ich halt auch eben über eBay Kleinanzeigen, aber dort verschenke ich dann auch einfach Zeug. Das ist mein gutes Moped. Die auf Instagram haben es auch schon gesehen. Und da seht ihr übrigens auch den Kettenstemmer. Ich zeige ihn euch einfach mal gerade. Der ist von Festo, ist ziemlich massiv. Ich schätze mal, dass der so 150 Kilo wiegt. Und damit könnt ihr halt einfach super gut Zapfenwäsche herstellen. Könnt ihr euer Werkstück dann einspannen. Und das Ganze könnt ihr dann einfach ganz easy hier verschieben. Ja, wie gesagt, habe ich euch unten mal verlinkt. Könnt ihr euch bei mir abholen. Und dann habe ich hier auch bei dem Let's Bastel Stock Race mitgemacht. Und da seht ihr mein Gefährt. Viele haben mir geschrieben, dass es nicht funktionieren wird mit dem Holzrad. Stimmt nur zum Teil. Mir ist das Ritzel ein paar Mal abgerissen. Das lag aber an den Schrauben. Die sind abgeschert. Aber so sieht das gute Teil aus. Macht mega viel Spaß beim Fahren. Werdet ihr aber dann noch bald in ein paar Videos sehen. Wie gesagt, da waren
unendlich viele Leute. Viele, viele, viele haben das auch gefilmt. Da waren Kameramenschen. Richtig geiles Event. Kann ich euch jedem echt nur ans Herzen legen, der sich das anschauen möchte. Also wer sich das anschauen möchte, folgt am besten Truppe Let's Bastel. Der wird, denke ich, als erstes dann das Video rausbringen und dann werden die anderen Videos folgen. Aber von mir wird es natürlich auch eins geben. Ich schätze, das wird so in ein, zwei Wochen rauskommen. Dann noch eine Information, die, denke ich, so gut wie keiner von euch wissen wird bis jetzt. Aber ihr habt ja mitbekommen, dass die letzte Zeit richtig, richtig viele Videos kommen. Richtig aufwendige Videos vor allen Dingen. Speziell in dieser Woche wird noch ein Megaprojekt kommen. Ein richtig, richtig geiles Projekt. Da freue ich mich selbst auch schon richtig drauf. Und das liegt daran, dass ich derzeit nichts anderes mache außer YouTube. Cool, oder? Ihr könnt mir gerne mal eure Fragen in die Kommentare schreiben. Das wird dann speziell in der nächsten Folge Neuigkeiten, wird das so ein Hauptpunkt vom nächsten Video dann werden. Warum ich gekündigt habe bei der Arbeit, bei der ich war. Und genau, was ihr für Fragen habt, wenn man YouTube hauptberuflich macht, wie meine Pläne sind. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal alles in die Kommentare. Deshalb bin ich hauptberuflich YouTuber. Hört sich immer ein bisschen abstrakt an, ist aber wirklich so. Und ich mache Projekte auf meinem Kanal. Und eins von den nächsten Projekten, also an dem ich jetzt noch derzeit baue, ist hier dieses schöne Regal. Das wird für mein Zimmer sein. Schönes Eschenregal. Freue ich mich auch schon mega drauf, denn in meinem Zimmer sieht es echt aus wie Sau, weil ich keine Regale habe. Aber derzeit schaffe ich damit dann Abhilfe. Dann habe ich mir noch was Cooles überlegt. Ich mache hier mein eigenes Finish. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das stelle ich selbst her. Das ist lebensmittelecht. Das bedeutet, ihr könnt damit eure Schneidebretter einpinseln. Ich benutze es derzeit sogar für meine Möbelstücke. Einfach nur, weil da Bienenwachs drin ist unter anderem. Und es einfach ein tolles Zeug ist. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht einmal in der Woche jemanden raussuchen werde, dem ich eine Dose schenke. So als Anerkennung für die vielen Kommentare. Und ich weiß, ich nenne jetzt einen gleich. Aber es sind unzählig viele, die wirklich schon auch Jahre dabei sind und über Jahre immer einen riesen Kommentar schreiben. Und ich wertschätze das auch, weil das auch viel Arbeit ist. Und diese Woche geht es hier dieses Finish an den Günther Schöne. Günther, vielen lieben Dank für deine Kommentare. Ich versuche so wirklich auf viele, viele Kommentare zu antworten. Wenn ich es nicht packe, gebe ich jedem einfach ein Herzen. Und vielen lieben Dank. Freut mich wirklich. Also ich würde dich auch gerne mal kennenlernen. Genau. Auf jeden Fall schreibt mir unten in der E-Mail-Adresse, ich blende dir jetzt hier eine E-Mail-Adresse ein. Schreib mir da eine E-Mail hin und dann schicke ich dir eine Dose Finish zu. Danke für deine Kommentare und genau. Ich habe es auch extra nicht oben in die Videobeschreibung reingeschrieben, damit das nicht zu aufdringlich ist. Dann habe ich mir noch was überlegt, das gibt es auch schon auf YouTube, aber kurze Erklärung, warum ich das auch machen möchte. Ich habe mir überlegt, dass ich auch eine Frage der Woche einführen werde. Ich werde am Anfang selbst die Fragen von mir ausstellen. Wenn ich irgendwann keine Fragen mehr habe, werde ich auch auf eure Hilfe bauen. Und das mache ich, damit ich euch auch so ein bisschen besser kennenlerne. Ihr lernt mich dadurch auch ein bisschen besser kennen. Und die Frage der Woche ist, was mich interessiert, denn ich bin da so ein, das ist glaube ich so ein kleiner Fetisch von mir. Kauft ihr eure Schraubzwingen grundsätzlich neu oder kauft ihr eure Schraubzwingen grundsätzlich gebraucht? Ich bin ein klarer Typ. Wenn ich auf dem Flohmarkt bin, kaufe ich alle Schraubzwingen, die ich finden kann, die natürlich auch noch gut sind. Und ich habe auch auf eBay Kleinanzeigen schon viele, viele Schraubzwingen gekauft, für die ich auch dann echt ein paar Kilometer gefahren bin. Aber es waren halt auch einfach mega geil. Wie zum Beispiel hier diese, die sind super massiv. Das ist die Frage der Woche. Meine Antwort jetzt noch fertig zu machen. Ich habe mir aber mittlerweile auch mal neue gekauft. Das sind hier die Rohrzwingen. Mega geil. Wird es aber ein paar Wochen noch ein paar Infos zu geben. So, das soll es für das Video für heute gewesen sein. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie gesagt, in dieser Woche wird sehr wahrscheinlich noch ein Megaprojekt kommen. Freue ich mich selbst schon riesig drauf. Und wie gesagt, es gibt von mir, von meiner Seite nichts mehr zu sagen. Außer danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Video wie immer einen schönen Tag noch. Ne?